Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem neuen Video und heute spielen wir Zelda Breath of the Wild. Ich glaube, es heißt so, ich bin mir nicht genau sicher, aber das ist das neue Zelda-Spiel, was ziemlich bekannt ist. Okay, ganz kurz, bevor wir anfangen, ich muss momentan eine andere Cam benutzen, weil mein Ladegerät kaputt gegangen ist von meinem normalen, deswegen. Ich benutze gerade eine andere, deswegen bin ich so nah an der Cam, was ein bisschen awkward ist, aber ich darf mich nicht bewegen, sonst bin ich außerhalb der Cam. Dafür ist die Qualität ein bisschen besser. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das neue Zelda-Spiel und wir testen es heute. Ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kein Let's Play davon machen, weil, Leute, ich meine, dieses Spiel dauert so lange. Wirklich, das dauert so lange anscheinend. Und wir haben jetzt irgendwas gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Aber es dreht sich. Und das finde ich cool. Ich mag, wenn sich Sachen drehen. Wow. Was ist gerade geschehen? Ich habe keine Ahnung. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Oh, habe ich geschlafen? Anscheinend schon. Auf jeden Fall habe ich nichts an. Wie sie auch immer. Ich bin mir nicht genau sicher. Oh, okay. Da lebt jemand drin, ne? Wer bist du? Shika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Okay, sehr interessant. Da nehme ich mal diesen Shika-Stein mit. Wieso denn auch nicht? Es ist alles sehr zukünftig, was hier passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, eine Wand geht auf. Okay, ich gehe mal davon aus, es geht raus. Wir haben eine Map. Wir haben viele Sachen, was ziemlich nice ist. Wir können sogar sprinten. Wie cool ist das denn? In welchen Spielen kann man bitte sprinten, okay? Kein. Aber da kann man dann was nehmen. Ich verwechsel immer. Oh, cool. Ich verwechsel immer mit A und A, oh, A mit B. Wie kann ich das aber werfen? A mit R. Okay, anscheinend weiß ich nicht, was R ist. Öffnen. Öffne die Kiste. Wow, das sieht... Wow. Alte Hose. Zerrissene, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind etwas zu kurz. Ah, kann ich auch mein Outfit ändern? Oh, cool. Okay, bevor ich das tue, ich glaube, hier ist auch noch was drin. Vielleicht ein T-Shirt oder so? Bitte, bitte. Altes Hemd. Okay, damit gebe ich mich vollkommen zufrieden, denke ich mal. Ja, wieso denn auch nicht? Okay, wir können beides anziehen, oder? Oder geht das nicht? Ausrüsten. Sehr cool. Endlich haben wir Klamotten, Leute, weil das war ja schon ein bisschen komisch. Aber so kann man werfen übrigens. Okay, ziemlich cool. Also beschweren kann ich mich definitiv nicht. Das ist richtig, du Box, hast du nicht anders verdient. Okay, wir müssen, ich glaube, den Shika-Stein oder Shika-Stein oder wie auch immer. Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay, sehr interessant, vielen Dank. Dann werde ich das mal tun, schätze ich mal, stimmt's? Ja, wieso denn auch nicht? Okay, das ist sehr nice. Wow. Shika-Stein erkannt. Wow, okay. Verriegelung aufgehoben. Jetzt geht das komplette Tor auf, oder was? Das ist ziemlich episch, Leute, was da gerade vor sich geht. Übrigens, ich habe noch nie ein Zelda-Spiel komplett durchgespielt. Ich weiß, viele Leute werden mich dafür verurteilen, aber ich habe immer Pokémon und sowas gespielt, okay? Also Zelda war nie mein Favorit. Ich weiß nicht wieso, aber Zelda ist richtig geil. Das ist das, was ich weiß. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ah, meine Nase ist voll die ganze Zeit. Okay, auf jeden Fall, ich glaube, Hyrule ist die Gegend, wo wir uns befinden. Wir müssen alle Leute retten. Deswegen, wow, sieht das schön aus, Leute. Das sieht so schön aus. Wow. Springen, klettern. Wow. Oh, wie lange kann ich hier klettern, bitte? Ist ja nicht so normal. Und wir sind draußen. Einfach nur, wow, wie geil sieht das denn bitte aus? Das ist der absolute Hammer, Leute. Absolut amazing. Absolutely amazing. Wow. Da ist ein Vulkan, da ist ein Schloss, da gibt's alles. Da gibt's alles, was man sich wünschen kann, Leute. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, so heißt das Spiel. Gut, der Name ist ziemlich lang. Ich finde das Spiel mit richtig kurzen Namen am besten, aber zur Abwechslung akzeptiere ich mal diesen langen Namen. Aber sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Wie gesagt, ich werde kein Let's Play dazu machen, aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, werde ich wahrscheinlich mehr Folgen dazu machen. Aber dann, wie gesagt, kein Let's Play, weil ich meine, das Spiel, dazu könnte ich 100 Parts machen. Gehe ich mal von aus. Und das ist ein alter Mann. Lass mich raten, wir müssen zum alten, weisen Mann gehen, der uns erklären wird, wie das Leben funktioniert. Leute, ich habe was gefunden. Es ist genau auf dem Boden dort, wie es aussieht. Nehmen. Was ist das? Rute. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffe, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Das ist gut. Oh, okay. Yes, wir haben eine Waffe. Wie kann ich schlagen? Lass mich schlagen. Ich will nicht werfen. Ich will schlagen. Oh, ich wollte nicht werfen. What the frick? Wow. Ich kann sogar reinzoomen. Wie cool ist das denn, Leute? Oh, was habe ich getan? Oh. Oh, das ist ein Käfer. Okay, sehr interessant. Ich kann auf jeden Fall die Waffe nehmen, aber ich weiß nicht... Oh, wenn ich geduckt gehe, gehe ich leiser, aber ich weiß nicht, wie man geduckt geht. So kann man auf jeden Fall springen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ah, so kann ich mich ducken. Okay, sehr gut. Okay, lass uns zum Käfer gehen. Kann ich den Käfer eliminieren? Oh, ich kann ihn tatsächlich nehmen. Schwertkäfer. Dieser König der Insektenwelt lebt in Wäldern. Kocht man ihn zusammen mit Monsterzutaten, steigert die daraus resultierende Medizin die Kraft. Sehr cool. Okay. Okay. Oh, da können wir sogar
Sowas hier, nee, so ein Pilz. Hyrule-Pilz, der am weitesten verbreitete Pilz der Welt. Hyrule, okay, wechsel in der Nähe von Bäumen. Das ist das Einzige, was ich wissen will. So kann ich schlagen, Leute. Oh mein Gott, ein Traum wird wahr. Ich weiß, wie man schlägt. Und sprinten. Sprint, 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 sprint. Wir müssen zu alten Mann. Bam. Nice. Ist die Ausdaueranzeige leer? Sind die Bewegungen eingeschränkt? Blablabla. Okay, ich mag diese ganzen Texte nicht. Aber trotzdem sehr interessant, schätze ich mal. Na gut, wie auch immer. Hey, Mr. Opa. Kann ich mir hier irgendwas nehmen? Vielen Dank. Rostäpfel. Okay, vielen Dank. Hey, das ist mein Rostäpfel. Ho, ho, ho. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht oft andere Reisende. Wer bist du? Warte. Warum hast du es denn so eilig? Genierst du dich, mit einem alten Wanderer zu sprechen? Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Oh, hab ich irgendwas anderes gedrückt? Oh, ich habe was Falsches gedrückt. Na prima. Hm, wie du willst. Okay, wisst ihr was? Ich will mehr erfahren. Ja, wo sind wir? Genau. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Wow, bitte schlag mich nicht. Du bist stärker als ich, das weiß ich. Da sieht man deine Muskeln. Ich bin ganz schön klein, kann das sein? Ich bin sehr klein. Was will er mir zeigen? Ein sehr cooles Schloss hast du da, Buddy. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter, danach ist hier alles verfallen. Oh, sehr interessant. Du siehst ja selbst keine Menschenseele mehr weit und breit. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Okay, Buddy. Ich meine, wenn du hier sitzen willst, darf ich mir das nehmen? Fackel! Cool, wir haben eine Fackel, Leute, was ziemlich, ziemlich geil ist. Du kannst sie anzünden, indem du ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss neu irgendwo angezündet werden. Ah, interessant, interessant. Was gedenkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Anzünden will ich sie. Oh, ich hab wieder... Oh mein Gott. Komm schon, ich drücke jedes Mal das Falsche. Na gut, wie auch immer. So, wir können jetzt auf jeden Fall die Fackel nehmen. Genau, jetzt haben wir die Fackel. Und die können wir, ich glaube, sogar ins Feuer halten, oder nicht? Oder geht das nicht? Ah, ja, es geht. Okay, ich habe ein bisschen mehr angezündet, als ich eigentlich wollte. Aber na gut, wie auch immer, lass uns... Wow, das ist der absolute Hammer. Viele Leute, wie viele Sachen gibt's hier? Holzfäller-Axt, Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers, damit fällt jeder Stamm in Hand und Zehen. Kann ich auch so Sachen kaputt machen, oder wie sieht's aus? Ich bin mir nicht genau sicher. Lass uns mal testen, ob das kaputt geht. Wow. Oh mein Gott. Oh, ups, was habe ich gemacht? Link. Wer redet da? Ja, wer redet da? Wer bist du? Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Okay. Okay, dann wollen wir mal sehen, wo der Shika-Stein will, dass ich hingehe. Aktuelle Position und mein Ziel ist hier, die ferne Stimme. Dann wollen wir mal dahin, schätze ich mal, oder? Okay, nice, nice, nice. Ich muss mit der Steuerung extrem klarkommen, weil irgendwie es ist so, ich denke immer, A ist B und B ist A. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil die anderen Konsolen das so haben. Es ist so ungewohnt für mich. Wirklich extrem. Und vor allem Arschsprinten ist auch sehr ungewohnt. Aber na gut, wie auch immer. Lass uns ein paar Gegner eliminieren. Kann ich mit dieser Axt überhaupt Gegner töten? Oh mein Gott, wer bist du? Bam, nimm das, du Loser. Das ist richtig. Oh mein Gott, der Typ ist stark, der Typ ist stark, der Typ ist stark. Dann nehmen wir das und... Bam, bam, bam. Ah, die Waffe ist stärker. Oh, wir haben ihn eliminiert. Seine Route ist zerbrochen. Na, prima. Das ist ja eine super Waffe, wirklich. Ich kann diese Pilze nicht nehmen. Wieso nie? Vielleicht mit der Axt? Oh, cool. Oh, das hat sich voll lustig angehört. Ich nehme die mal. Es geht nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Hier haben wir ein paar andere Sachen. Hier, das haben wir. Kann ich die jetzt irgendwie essen und das Ganze? Oder wie sieht's aus? Ah, ja, ich habe schon wieder verwechselt. Ich habe schon wieder A mit B verwechselt. Ich komme nicht auf klar. Wir haben Hyrule-Pilze bekommen. So, ich kann zum Beispiel etwas in die Hand nehmen. Aber was bringt mir das, wenn ich es dann in der Hand halte? Ich habe keine Ahnung. Na gut, wie auch immer. Ich werde mich mal damit zufrieden geben. Kann ich sicher wie Leben erstellen? Kann ich vielleicht meinen Käfer hier wahr machen? Ich denke, das müsste gehen. Und schon wieder... Ich komme darauf nicht klar, dass A, B ist und B, A. Aber okay, wie auch immer. Jetzt haben wir einen Käfer. Und jetzt können wir den ablegen, oder? Wird er jetzt hier gebraten, oder wie sieht's aus? Nein, ich habe ihn weggeworfen, den Käfer. Oh mein Gott, das war sowas von nicht schlau. Oh, ich kann alles einfach da reintun. Kann ich das Ganze jetzt hier ablegen und einfach... Oh, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt, jedes Mal. Okay, ablegen. Jetzt aber. Oh, cool, cool, cool. Und jetzt können wir tatsächlich auch alles nehmen. Und es ist... Ist es fertig gebrannt? Bin mir nicht genau sicher. Ah, jetzt. Achso, man muss ein bisschen warten. Verstehe. Röstapfel. Ah, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Und dann sind die Items mehr wert, gehe ich mal davon aus. Und dann kann man die auch essen, wenn man Hunger hat. Aber ich habe momentan volles Leben. Keine Ahnung, wie ich das tue. Oh, wer bist du? Was genau bist du?
Ich nehme das mal hier mit. Oh mein Gott, du willst Schläger? Du willst Schläger, Buddy? Oh mein Gott, du konntest ja gar nichts gegen mich tun. Wow. Du warst verdammt... Also gegen dich brauche ich gar nicht zu kämpfen, Buddy. Was hast du da abgelegt? Was ist das? Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Oh, cool, 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 cool. Ich habe nichts verstanden. Ah, ist ein weiterer Gegner, Leute. Der Typ will es wirklich wissen, oder? Ich glaube, dem besorgen wir es, Leute. Komm her, du Loser. Ah, du verlierst gar nicht so viel Leben, ne, Buddy, ja? Mit Schläge. Oh, du hast eine coole Keule. Darf ich das nehmen? Danke. Oh, einen Moment. Ich behalte die Waffe mal, ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Geht die Waffe kaputt oder nicht? Und hat irgendwas fallen lassen. Was? Bocklin-Horn? Horn eines Bocklins. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herausstellen. Okay, ich habe den Insekt weggeworfen, leider. Das war gar nicht so schlau, ne? Aber da muss ich eh nicht lang, obwohl ich da gerne lang gehen würde. Aber ich muss eh da lang, nach hinten. Oder wir ein kleines Baby? Hallo, bist du ein Baby? Hallo? Oh mein Gott, noch mehr davon. Ich schätze mal, das ist gar nicht so schlimm. Die sind eh schwach. Stimmt's? Ja, die sind super schwach. Komm her, du Loser. Das ist richtig. Keiner legt sich mir an. Nee, nee, nee. Ansonsten gibt's Schläger. Ich glaube, die Gegner erscheinen immer sehr, sehr random. Also wirklich sehr, sehr random. Mehr random geht gar nicht mehr. Nee, nee, nee. Oh, wir sind gleich da, Leute. Das sind aber viele Gegner. Moment mal. Was soll ich bitte dagegen tun, wenn da so viele Gegner sind? Ich kann die auf jeden Fall werfen. Was? Nein, nein, nein. Ah, okay. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Das muss ich auf jeden Fall nehmen, weil diese Waffe ist doch schon ganz schön gut. Das Problem ist, ich muss dahin. Aber ich kann nicht gegen jeden kämpfen. Vielleicht, wenn ich gegen den einen Typen kämpfen will, werden mich die anderen ja gar nicht sehen. Kann das sein? Was denkt ihr, Leute? Was denkt ihr? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, wir müssen es wagen. Ist der Typ stark? Er hat ein Schwert. Oh, er sieht stark aus, Leute. Du willst Schläge? Komm her, du Loser! Nee, 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 nee. Oh, er hat Schild. Sein Ernst, er hat... Oh, der ist gar nicht so stark. Du bist nicht stark, Buddy. Du bist nicht stark, okay? Du bist nicht stark. Wow, kann ich das nehmen? Oh mein Gott, Riesenschwert. Reiseschwert. Ich dachte gerade, hä, haben die dich verschrieben? Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Was soll das denn heißen? Es gibt sogar ein Schild, Bockschild. Ein krudes Machwerk aus Schlamping. Okay, wir haben Schild, sehr, sehr cool. Oh, gedrückt halten. Oh, cool. Bocklinhauer, diesen stumpfen Zahn kannst du mit einem Sieg über Bocklin zusammen mit Insekten und... Okay, man kann also vieles kochen mit Insekten. Oder wie auch immer. Ich probiere mal das Schwert. Muss ich jetzt gegen zwei Leute kämpfen? Bitte nicht. Wisst ihr was? Ich gehe einfach da in mein... Aha, da ist es doch. Ich glaube, das hat das Ziel erreicht, Leute. Oh, untersuchen. Oh, falscher Knopf wieder. Verdammt. Jedes Mal. Bitte Schikanstein einsetzen. Ja, haben wir natürlich. Wieso denn auch nicht, schätze ich mal. Wie schaut das also an? Mach einfach rein, Digga. Ja, ja, genau, richtig. Oh, sehr interessant. Oh, cool. Oh mein Gott, was geschieht da gerade, Leute? Irgendwas ist passiert. Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Okay, ich habe das wahrscheinlich ganz falsch vorgelesen, aber ich schätze mal, ist egal. Oh mein, der Controller vibriert. Ich habe einen coolen Controller hier. Ziemlich nice. Was zum Teufel ist gerade passiert? Oh nein, die Eichhörnchen. Okay, das ist heftig. Alle fragen sich, hey, was geht hier gerade vor sich? Oh mein Gott. Moment mal, bin ich da drin, ne? Wir haben den Shika-Turm aktiviert, Leute. Wow. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das sieht ja mal verdammt geil aus. Genau wie der Vulkan sieht auch geil aus. Allgemein, die Welt sieht sehr, sehr geil aus. Wow. Das ist wirklich schön. Also dagegen kann ich mich echt nicht beschweren. Soll ich jetzt zu dem Turm oder? Ich bin noch gar nicht beim Turm, ne? Oder sind wir auf dem Turm gerade? Oh mein Gott. What? Oh, wir sind auf dem Turm. Turm des Plateaus. Eos. Oder so. Ich bin mir nicht genau sicher, aber es spielt auch keine Rolle. Karteninformationen werden übertragen. Oh. Okay. Ich check gerade gar nichts. Okay. Ein Tropfen ist aufgefallen. Very interesting, guys. Wow. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Kriegen wir jetzt ein weiteres Ziel oder wie sieht es aus? Ich bin mir nicht genau sicher, ob wir ein weiteres Ziel bekommen. Aber ich gehe mal davon aus. Wer redet da? Ich erinnere mich.
Erinnere dich. Ja, ja, ist ja gut. Hast du schon mal gesagt. 100 Jahre lang hast du geschlafen. 100 Jahre, ist das dein Ernst? Und ich bin immer noch so jung. Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Oh mein Gott, was ist das Teil? Jetzt geh. Es bleibt okay. Nicht so viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Wow. Wow, das ist gruselig, okay? Das ist verdammt gruselig, wenn du mir sagst, ich will mich beeilen. Ich will mich nicht beeilen, ich will alles in Ruhe machen, okay? Ich hoffe, das hast du verstanden. Wow, einfach nur unnormal. Die ferne Stimme geschafft. Oh cool, wir haben es geschafft. Bekommen wir jetzt ein weiteres Ziel oder wie sieht's aus? Würde mich mal echt interessieren, ob wir mehr Ziele bekommen. Aber gut, Leute, wie auch immer. Ich werde die Folge so oder so vorher jetzt mal stehen lassen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann bewertet doch einfach das Video. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren für tägliche Videos. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.